Herzlich willkommen zum 5. Comedy Rodeo aus dem DAF-Studio in Dienstlaken. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Tim Perkowitz. Hier, lass laufen. Guck mal, die Carmelina, die ist schon ganz bibbelig. Die hat richtig Bock heute. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe Comedy Rodeo im DAF-Studio. Und wir haben heute einen Special Gast hier, ja, Markus Krebs wird aus seinem neuen Programm etwas spielen, Permanent Panne, ja, da gibt es, ja, es hört sich schon richtig geil an, ja, und es geht heute nicht nur um Markus Krebs, es geht auch hier um die Krone, da kämpfen heute 4 Künstler um das große Finale und das wird dann durch Applaus, ihren Applaus dann gewertet, sage ich aber gleich noch. So, bevor gleich Markus anfängt, aus seinem neuen Programm etwas zu spielen, habe ich auch einen Gag, ja, pass auf, der ist to go, den könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr Freunden irgendwas erzählen wollt, könnt ihr machen. Pass auf, wie nennt man ein trauriges Kondom? Ein Weingummi. So, alles klar, meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus aus Duisburg, Markus Krebs! Ein Typ geht zu einem Bauer und will sich da bewerben und sagt der Bauer, was können Sie denn? Ja, sagt der Typ, ich kann mit Tieren sprechen. Ja, beweisen Sie mal. Ja, die gehen am Pferdestall vorbei, das Pferd ist am Wiehern. Sagt der Pferd, sagt, braucht neue Hufen. Ah, okay. Ne, gehen weiter, kommen am Kuhstall vorbei. Kuh ist am Muden, überraschend. Was sagt die Kuh? Ja, die muss gleich gemolken werden. Alles klar, auf einmal kommt eine Ziege vorbei, da geht der Bauer hin, hält die Ziege fest und sagt, und du hältst die Fresse, als 2 Jahre her und ich war damals voll besoffen. So. Wenn er mal selber so einen Abend macht, sofort ein Knaller. Ist immer wichtig. Früher bin ich immer auf die Bühne gegangen und habe gesagt, pass auf, kommt ein Typ mit 2 linken Füßen, kommt in ein Schuhgeschäft, schon, sie haben die Flipflips. Der war zu schwer, der wurde untereinander erklärt, das dauert dann nicht. Da habe ich gesagt, Markus, du musst banaler sein. Da habe ich gesagt, pass auf, da kommt ein Typ in der Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Der Apotheker sagt, das ist nicht frei verkäuflich, das kann ich Ihnen so nicht geben. Da macht der Portemonnaie auf und nicht ein Bild seiner Frau dahin. Ach, Sie haben Rezept? da hast du Stimmung. Aber mir ist es im Moment auch nicht so gut. Ich war letztes Mal bei uns in der Kneipe und ich hatte so leichtes Magenrumor. Ja, also falscher Zeitpunkt, mir am Finger zu ziehen. Sag mal. Und ich denke immer auf Toilette. Ich zur Toilette, hier D für Deutsche, ich da rein. Ne? Der Holländer war alles voll, ne? Und ich setze mich in so eine Kabine rein, eine Kabine weiter, sagt einer, wie ist es? Ich sag, ja, muss. Sagt er, was machst du? Ich hoffe, das läuft. Sagt er, sehen wir uns gleich noch. Ich sage, wenn wir zur selben Zeit aus der Kabine kommen, 100%ig. Sagt er, hör mal, ich muss auflegen. Nehmen Sie jetzt an der Kabine, er labert immer dazwischen. Also im Moment eine verrückte Zeit, kann man nicht anders sagen. Ich bin jetzt in Duisburg, ich komme aus Duisburg, ich komme aus dem Bahnhof raus. Da kommt mir eine Prostituierte entgegen. Sagst du, für 30 Euro mache ich alles. Die hat jetzt bei mir Laminat von mir. Fliesen kann ich auch. Auch mein Nachbar, der geht mir so, Nachbarschaft, kann man ohne das Wort Arsch nicht schreiben. Das kann kein Zufall sein. Und deswegen, der hat seine Frau kennt, erstmal, die Frau ist, die ist so wie Rotwild im Zoo, da gehst du dran vorbei. Die fällt nicht so auf. Ne? Aber ist auch, der nervt so sehr und wenn der voll ist, dann labert der mich immer total voll. Und ich habe zwar eine Technik rausgefunden, wie ich so Leute loswerde. Wenn die sehr schwer angeschlagen ist, rede ich mit denen so undeutlich, dass die dem Gespräch nicht mehr folgen können und die lassen mich in Ruhe. Ich sag zu ihnen zum Beispiel, hör mal, du hast auch den, nee, hab voll mit dem, mit Klare. Ne? Also, da, diese Fliegen in der Hose oder an, so will ich mit denen. Mit Tauben und vom Glas, aber die Kinder haben mir nichts. Hör mal, der antwortet höchstens einmal. Der sagt so,
Ja, sicher. Und dann muss einen aussetzen. Dann sag ich, also. Muss man mal greifen, man fährst rein, ich krieg einen großen Räufer am Schröf, trinke ich voll. Guck mal, die Chris, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. Riesenapplaus für den allerersten Künstler im Wettbewerb. Er kommt aus Essen, extra den weiten Weg nach Dienstlagen. Oh, ja, vielleicht mal so ein oh. Ja. Oh. Meine Damen und Herren, der erste Künstler im Wettbewerb heißt Ralf Benrath. Das ist heute schön. Da wurden wir ja Gott sei Dank ganz anders erzogen. Wir wurden ja mit sogenannten Leitsätzen erzogen, ne? Kennt ihr Leitsätze? Pass auf. Ich fang mal an mit einem Leitsatz. Ich bin sicher, ihr kennt den alle. Und ihr vollführt den dann. Solange du deine Füße wird gemacht, was wir dir sagen. Meine Kumpels haben vom Taschengeld Eis gekauft. Ich habe auf den eigenen Tisch gespart. Was kein Leitsatz war, aber meine Mutter auch jeden Morgen, den Gott geschaffen hat, ne? Jeden Mittag. Junge, es macht keinen Spaß für dich zu kochen. Jeden Mittag. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, ja, das schmeckt man auch, Mutti. Ja, mit 18 wollte ich es wissen und ich sprang in die Kissen zu meiner Freundin hinein. Scheiße, Kondom gerissen und ich fing mir den Blach und den Spruch meiner Eltern an. Jung, wir sagen dir mal was für das Leben. So, jetzt Textänderung. So was hat es leider früher schon gegeben. Denn wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Auch nicht mal zum Kunden. Dankeschön. Schönen Abend noch. Das ist ein Paar. Ralf Benrath, meine Damen und Herren. Jetzt kommt der traurige Tim. Er ist wirklich sehr traurig heute, denn er spielt seine allererste Nummer, die er jemals gemacht hat, nur für euch hier heute im Dachstudio. Ob sich Chinesen auch deutsche Wörter in den Nacken tätowieren lassen? Kann man mit einem Tampon schreiben? In der Regel schon. Vielen Dank, das war der traurige Tim, aber meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie, es ist ein Frauenwettbewerb, deswegen da auch nochmal richtig, richtig applaudieren. Hier ist Chennai Duşu. Hi, ich bin die Chennai, ich komme aus der Türkei, aus der viertgrößten Stadt, genauer gesagt aus Duisburg. Ja. So, nicht anders. Sehr schön. Sehr schön. Oder gibt es irgendjemanden, der sich riesig freut, wenn er die Haustür aufmacht und 5 Zeugen Jehovas stehen davor? Mein Vater liebt die. Mein Vater hat von denen Deutsch gelernt. Wenn man nicht zum Deutschkurs geht, kommt Deutschkurs nach Hause. Aber ich habe gedacht, so irgendwann mal, ich gehe ins Ausland. Da kann ich in Ruhe meinen Mann aussuchen, egal was. Und war in London. Und wen habe ich da sofort kennengelernt am Flughafen? Ah, you're so beautiful girl. Don't you want to marry me? No, no, oh, please marry me. You look good in my garden. Come on, marry me. I need your green card. Und dann? Ah,
Künstler aus Köln. Und er hat einen sehr, sehr schönen Namen, wie ich finde. Er heißt Juri von Stavenhagen. Riesenapplaus! Gruppensex sieht zum Beispiel unheimlich kompliziert aus. So weiß ich direkt, kann ich nicht. Ich weiß, dass ich das nicht kann, weil ich nicht Seil springen kann. Erklärung kommt. Ich habe früher immer diese beiden Mädels irgendwie gesehen mit diesen zwei Seilen, die da standen. So machen. Und ich glaube, das läuft genauso ab. Nämlich, dass ich da stehe und ich weiß, wann ich genau jetzt dann irgendwann da rein soll. Und andererseits so die Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe, war, nehmen wir mal an, ich sei als Erster fertig. Ist es dann unhöflich von mir zu gehen? So warte ich dann noch, bis die anderen irgendwie fertig sind? Stehe dann daneben? Oder ist das so eine Art, so, weiß ich nicht, wie früher beim Abendessen, so keiner geht, bis die Sarah aufgegessen hat? Oh, Dankeschön! Stavenhagen aus Köln. Start Nummer 3. Zum letzten Künstler. Ja, das ist schön. Er kommt aus Herne. Oh. Da freut er sich richtig, wenn er gleich auftritt. Nein, er ist ein super sympathischer Kerl. Bitte begrüßen Sie Sven Pörsch. Ich weiß. Ich komme aus Herne. Städte müssen nicht immer toll sein. Man kann sich mehreren trotzdem nach Rock'n'Roll fühlen. Deswegen, bitte, Rock'n'Roll-Atmosphäre in Dienstlaken in 3, 2, 1, jetzt! Leute, stellt euch vor euch steht AC/DC mit Brian Jones, ohne Axl Rose bitte, ja? AC/DC in einer Person. Und ich frage euch, Dienstlaken, are you ready to rock? Dann habe ich auch noch eine Frau kennengelernt. Das war auf irgendeiner Party. Wir haben uns dann auch zusammen davon entfernt. Ich glaube, sie hieß Kathi. Als wir dann bei ihr waren, nahm sie mich auf einen Kaffee mit. Ich fand sie nicht hübsch, nicht attraktiv, doch wir landeten im Bett. Denn irgendjemand muss den Job ja machen. Irgendjemand hat jetzt wieder was zu tun. Auch ich kann mich nicht ausruhen. Vielen Dank. Sven Pörsch gewinnt das Comedy Rodeo hier im Dachstudio. Vielen Dank an Chennai Vishnu, du bist der König. Juri, vielen Dank. Ralf, vielen Dank. Sven Pörsch, meine Damen und Herren. Du gewinnst das Comedy Rodeo hier in Dienstlaken. Wir sehen uns wieder am 2. Juli, da kannst du aber. Am 2. Juli oder Juni? Ja, läuft. Ja! Es geht noch. Oh, yes. Während jemand den Fotoapparat raussucht, wollen wir uns natürlich auch bedanken bei einem Mann, der ganz klein ist und heute ganz groß war. Und vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. An den wunderbaren, einen donnernden Applaus, Standing Ovations. Bitte für Tim the Man Perkovic! So, meine Damen und Herren, das war's. Vielen, vielen lieben Dank hier aus dem Dachstudio. Allen Künstlern, Riesenkompliment, ihr wart wunderbar. Wir sehen uns wieder am 2. Juli hier um 20 Uhr. Tschüss und auf Wiedersehen. Denn irgendjemand muss den Job ja machen. Irgendjemand hat jetzt wieder was zu tun.
denn irgendjemand muss den Job ja machen. Irgendjemand kann sich nicht aussuchen. Denn irgendjemand muss den Job ja machen. Irgendjemand hat jetzt wieder was zu tun. Denn irgendjemand muss den Job ja machen. Irgendjemand kann sich nicht aussuchen.